Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. willkommen zu unserem Video 6.3 Bestimmung ganz rationaler Funktionen Teil 2. Heute werden wir weitere Bedingungen zur Bestimmung ganz rationaler Funktionen kennenlernen und uns mit Anwendungsaufgaben beschäftigen. Ihr seht hier schon zwei Sachen, die euch bekannt vorkommen. Und zwar einmal den Graph einer Funktion, der punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Und andermal unten Graph einer Funktion, der achsensymmetrisch zur y-Achse ist. Und aus diesen zwei Bedingungen können wir natürlich auch Bedingungen für ganz rationale Funktionen herleiten. Vielleicht erinnert ihr euch auch, wir hatten sowas Ähnliches mal. Ja, und zwar war das am Ende von Kapitel 1 in unserem Zusammenfassungsvideo. Wir haben das gerade auf unserer Homepage mal geöffnet, die entsprechende Stelle. Und zwar haben wir uns damals etwas darüber notiert, was für Achsen- bzw. punktsymmetrische Funktionen gilt. Wir schauen uns das nochmal an. Der Graph einer Funktion f ist genau dann achsensymmetrisch zur y-Achse, wenn f nur x-Potenzen mit geraden Exponenten hat. Beziehungsweise der Graph ist dann punktsymmetrisch zum Ursprung, wenn f nur x-Potenzen mit ungeraden Exponenten hat. Und wir werden sehen, das macht jetzt unsere allgemeinen Funktionsgleichungen, die wir in Schritt 1 von unserem 4-Schritt aufstellen, wesentlich einfacher, sodass die dann folgenden Schritte viel kürzer werden. Das sehen wir auch jetzt, wenn ich Ihnen mal eine knifflige Aufgabe stelle. Ich sage jetzt einfach mal, zu unserem ersten Schaubild, kann man es rechts neben dran schreiben, müssen gar nicht schreiben, nur lösen. Gegeben wäre eine Funktionsgleichung dritten Grades, die punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Wie würden Sie anfangen? Also wir haben zunächst mal eine Funktionsgleichung dritten Grades, würde bedeuten, wir haben a x hoch 3 plus b x Quadrat plus c x plus d. Haben Sie es da nicht etwas umständlich gemacht? Möglich, denn wenn wir uns ins letzte Video erinnern, wir haben gesagt, wir haben vier Unbekannte, A, B, C und D. Das heißt, wir brauchen jetzt auch vier Bedingungen. Brauchen wir hier aber nicht wirklich. Nach der Regel, die wir gerade eben gesagt hatten, was wir im Video von unserer Zusammenfassung hatten, hatten wir ja gesagt, wenn sie punktsymmetrisch ist, dann gibt es nur x-Potenzen mit ungeraden Exponenten. Das heißt, wir können hier die x-Potenzen, die gerade Exponenten haben, direkt rausschmeißen. Das wäre bx² und das wäre hinten das d, weil es wäre sozusagen x hoch 0, was als gerade gilt. Und jetzt haben wir nur noch zwei Unbekannte und brauchen nur noch zwei weitere Bedingungen. Das ist sehr praktisch. Die Funktion hieß dann ax hoch 3 plus cx. Genauso wäre das unten, wenn es wäre Achsensymmetrie zur y-Achse, wenn die Aufgabe lautet, gegeben ist eine Funktion vierten Grades, die aber achsensymmetrisch zur y-Achse ist, können wir da genauso diesmal die ungeraden Exponenten rausstreichen. Weil wir wissen, achsensymmetrisch zur y-Achse, da hat es nur gerade Hochzahlen. Das heißt, jetzt hätten wir die Funktionsgleichung lautet ax hoch 4 plus cx² plus e. Und wir hätten wieder nur drei Koeffizienten. Ja, drei Bedingungen brauchen wir. Ja, wenn sich jetzt jemand wundert, warum das e noch drin steht, na, das heißt ja e mal x hoch 0 eigentlich, x hoch 0 ist ja 1 und das ist ja auch eine gerade Hochzahl. Gut, solche Bedingungen, die vieles vereinfachen, gibt es noch mehr. Und die schreiben wir jetzt mal als Tabelle auf bei unserer Regel. Genau. So, wir haben hier als kleinen Service eine Tabelle aufgeschrieben mit Signalwörtern auf der einen Seite und die zugehörige Bedingung auf der anderen Seite. Gut, fangen wir mal an. Wenn ein Punkt gegeben ist oder eine Nullstelle bei x1 gleich minus 4 in dem Beispiel gegeben ist, schreiben wir bei dem Punkt auf, f von minus 4 ist gleich 8 und bei der Nullstelle f von minus 4 ist der zugehörige y-Wert 0, also f von minus 4 ist 0. Gut, wenn wir von einer Funktion wissen, dass sie einen Hoch- oder einen Tiefpunkt hat, zum Beispiel bei 2 minus 1, so können wir daraus gleich zwei Bedingungen formulieren. Zum einen muss die Funktion ja erstmal diesen Punkt haben, sprich f von 2 ist gleich minus 1. Der Punkt muss auf dem Graph der Funktion liegen. Und zum anderen, da es ja ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist, die Ableitung an dieser Stelle 2 muss 0 sein. Analog ist es so auch beim Wendepunkt. Da gibt es auch zwei Bedingungen. Nämlich erstmal den Punkt selber, also hier f von 3 ist 5. Und diesmal die zweite Ableitung muss 0 sein, also f' von 3 ist 0. Gut, wenn wir erfahren, dass die Funktion in einem Punkt eine Tangente mit der Steigung 2 hat, sind das auch wieder zwei Sachen, die wir erfahren. Zum einen nämlich,
Der Punkt muss wieder auf dem Graph der Funktion liegen, also f von 1 ist 9. Zum anderen, wenn die Tangente in diesem Punkt die Steigung 2 hat, bedeutet das automatisch, dass die Ableitung, die erste Ableitung an dieser Stelle auch 2 sein muss. Also f' von 1 ist 2. Die schönste Bedingung, die ihr haben könnt, ist, wenn der Graph bei irgendeinem x-Wert, hier bei x gleich 5, die x-Achse berührt. Denn dann hat man eine Nullstelle. Das heißt, wir wissen, bei x gleich 5 ist der y-Wert 0. Also f von 5 ist 0. Und wir wissen auch, bei berühren heißt, die Steigung ist 0. Also f' von 5 ist 0. Und da fallen dann immer ganz viele Sachen raus und die Koeffizienten sind sehr einfach. Fast genauso schön ist das Letzte, nämlich das, was wir schon in der Einführung euch gesagt haben. Ist eine Funktion achsensymmetrisch zur y-Achse, dann gibt es nur gerade Exponenten. Und ist sie punktsymmetrisch zum Ursprung, dann gibt es nur ungerade Exponenten. Und wir haben vorher gerade schon gesehen, dann fällt auch so einiges raus. So, zur ersten Aufgabe. Eine ganz rationale Funktion höchstens dritten Grades ist achsensymmetrisch, hat eine Nullstelle bei x gleich 2 und schneidet die y-Achse bei y gleich 5. So, als allererstes mal stellen wir wieder die allgemeine Funktionsgleichung auf. Die Funktion ist höchstens dritten Grades. Entsprechend notieren wir uns das mal. F von x wäre damit ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Und jetzt beachten wir aber gleich das Neue. Sie ist achsensymmetrisch. Was gilt nochmal, wenn die Funktion achsensymmetrisch ist? Das heißt, die Exponenten sind alle gerade. Das heißt, wir können zwei rausstreichen, ax hoch 3 und cx. Und es vereinfacht sich einfach zu bx² plus d. So, jetzt haben wir eine Gleichung mit zwei Unbekannten, nämlich b und d. Das heißt, wir brauchen zwei Bedingungen zu lösen. Haben wir die zwei Bedingungen? Naja, das können die Schüler jetzt auch mal selber rausfinden. Und wir die zwei haben und versuchen die Aufgabe mal selber zu lösen. Und die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1... So, wir haben, wie gesagt, zwei Bedingungen noch, die wir formulieren können, nämlich eine Nullstelle bei x gleich 2, das heißt f von 2 muss 0 geben, also b mal 2 im Quadrat plus d ist 0. Und was haben wir noch? Schneidet die y-Achse bei y gleich 5. Das war jetzt eben auf unserer Liste nicht dabei, ist aber im Prinzip nichts anderes, als dass wir wissen, dass für den x-Wert 0 der y-Wert 5 ist, also so, als ob wir einen Punkt gegeben haben. Also für f von 0, b mal 0 im Quadrat plus d, muss 5 rauskommen. Und dann können wir als drittes, wie ich das lineare Gleichungssystem dann auch lösen. Der Teil kann auch gerade drauf zeigen, wo wir sind. Genau. Also die erste Gleichung heißt 4b plus d gleich 0. Upsa, da habe ich gerade einen Strich dazu gemacht. Das wollen wir nicht. Und die zweite, naja, die ist schön, die ergibt sich direkt, da ergibt sich direkt d gleich 5. Können wir runterstreichen und uns freuen. Yeah. Sorry. Dann haben wir ja römisch 1, da direkt das d eingesetzt und das lösen könnt ihr. Dann kriegen wir raus, b ist minus 5 Viertel. Und im vierten Schritt, dann stellen wir einfach die Funktionsgleichung auf. Wir setzen für b und für d, hier oben haben wir es allgemein hingeschrieben gehabt, setzen wir die Werte ein und erhalten minus 5 Viertel x² plus 5. Und jetzt endlich zur angekündigten Anwendungsaufgabe. Ich hoffe, ihr freut euch schon. So, jetzt kommen wir zur Aufgabe 2. Wir haben hier rechts, seht ihr schon, eine Skischanze. Hier ist ein Koordinatensystem auch eingezeichnet. Die Sonne scheint. Oh. Und der Anlauf der nebenstehenden Skisprungschanze soll näherungsweise mit Hilfe einer Parabel zweiten Grades bestimmt werden. Der Schanzentisch S ist hier auch schon eingezeichnet. Da Schanzenkopf. Oben. Vorsicht, da geht's los. Genau. Ist S minus 150. Schanzentisch T ist hier unten, wo er endet. Ist bei 0,0. Die Steigung hier ist immer noch negativ, also geht leicht nach unten, ist minus 0,2. Und jetzt soll man die Funktion bestimmen, den Funktionstermor, der ein Schaubild den Anlauf beschreibt. Damit das mal klar ist, haben wir natürlich den Anlauf hier mal einzeichnen. Also hier oben fängt er an. Hier startet der Skifahrer, fährt hier runter. Parabelförmig. Und hier, der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht, würde jetzt die Funktion so weitergehen. Ich mache es mal gestrichelt. So und dann wieder so hoch. Ja, da sehen wir ganz deutlich die Parabelform.
Gut, im Prinzip müssen wir jetzt nichts anderes machen, als wieder unseren Vierschritt. Wir müssen allgemein aufschreiben, wie schaut die Funktion aus. Dann unsere Bedingungen notieren nach den Angaben aus der Aufgabe, das LGS aufstellen und schließlich unsere Gleichung mit den eingesetzten Koeffizienten machen. Ich würde sagen, ihr probiert es mal. Wir haben das jetzt mehrfach gemacht und anschließend zeigen wir euch die Lösung in 3, 2, 1. So, die Funktionsgleichung ist jetzt f von x ax² plus bx plus c. Weil wir hier auch noch die Steigung brauchen, also die Ableitung, habe ich die Ableitung auch direkt mal hingeschrieben. Das f' von x ist 2ax plus b. Dann setzen wir ein. Wir wissen, Schanzenkopf ist s minus 150. Setzen wir hier ein. Funktionswert von minus 100 muss 50 ergeben. Dann Schanzentisch t 0,0 setze ich hier auch ein. F von 0 muss 0 ergeben. Schönes kriegt direkt c gleich 0, weil alles andere wegfällt. A fällt weg, b fällt weg, c hat kein x, fällt nicht weg. Die Steigung am Schanzentisch ist minus 0,2. Das heißt, f' von 0 ist b, alles andere fällt weg, ist minus 0,2. Und schon wieder eine Lösung. Wunderbar. Als drittes schreiben wir die lineare Gleichungssystem nochmal auf und lösen das. Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3. Römisch 1 habe ich hier direkt ausgerechnet. Minus 100 im Quadrat ist 10.000, 10.000 a plus b hier eingesetzt. Minus 0,2 mal minus 100 ist plus 20. Und das Ganze, c fällt ja weg, weil es 0 ergibt, immer noch 50. Die anderen schreiben wir einfach hin. Hier machen wir eine Äquivalenzumformung, minus 20 auf beiden Seiten, dann ergibt sich Römisch 1. 10.000 a ist 30. Teilen das durch 10.000, haben a ist 0,003. Ja. Und dann haben wir unseren Funktionsterm. Richtig. Das heißt, f von x ist 0,003x² minus 0,2x. Wir können es gerne im Taschenrechner mal eintippen und gucken, ob das auch wirklich eine Parabel ist und ob es auch so aussieht. Es wird so aussehen. Und ja, lustig, wenn er direkt diesen Parabelverlauf springen würde, würde er direkt in die Sonne springen. Ach, was für ein ruhmvolles Ende, Icarus-like. Und in. Aber eigentlich springt er ja hier, hüpft dann leicht und springt noch hier raus. Wir vertiefen das dann noch weiter, während ihr euch jetzt um die Fertigstellung des Heftaufschriebs kümmert. Wir sehen uns nächste Stunde. Bis dann. Tschüss. Ciao.